Du was? Ich habe mich in dich verliebt. Was genau wird das hier? Ich decke den Frühstückstisch. Was soll das werden? Mhm. Sehe ich, aber du weißt schon, dass hier mehr als zwei Personen wohnen. Wo sind die anderen Teller? Jan, guten Morgen. Morgen. Hast du Lust auf Frühstück? Nein, ich habe Hunger, danke. Nicht? Okay, hast du später irgendwie was vor oder so? Weil wir können ja vielleicht irgendwie was unternehmen und... Barbie, auch entspannt. Das ist super lieb von dir, dass du mich auf andere Gedanken bringen willst. Aber ich habe immer nur noch diese Scheiße im Kopf. Dass Ronja das Date abrupt beendet hat und ich nicht verstehe, warum. Weil wir auf einer Wellenlänge waren, weil wir uns gut verstanden haben und ich es einfach nicht checke, was ich falsch gemacht habe. Ich mochte die echt, die war cool. Ja, alles wird gut, Jan, wirklich. Also. Alles wird gut. Mach dir keinen Kopf, ich verstehe dich ja. Es ist scheiße, aber. Wenn ich ihr wenigstens schreiben könnte und sie mir erklären könnte, was ich falsch gemacht habe, aber nein, sie hat mich blockiert. Trotzdem danke, aber. Scheiße. Das war echt uncool von Barbie. Jan hatte ein mega Date mit dieser Ronja. Wirklich total süß. Tja, bis Barbie dann das Date gecrashed hat. Als Jan kurz nicht da war, hat Barbie Mesut extra laut erzählt, was Ronja natürlich mitbekommen hat, dass Jan noch nicht über Anna hinweg ist und die ganzen Dates nur Ablenkung sind, was natürlich gelogen war. Ich hatte so ein krank schlechtes Gewissen, wahrscheinlich weil ich sonst so eine ehrliche Haut bin. Ich wusste einfach nicht, was ich tun sollte. Sollte ich Jan gestehen, dass ich in ihn verknallt war? So, wann genau willst du jetzt Jan eigentlich endlich mal die Wahrheit sagen, dass du sein Date mit Ronja gecrashed hast, weil du in ihn verknallt bist? Hallo, und du nicht so rumschreien, Mann. Er darf auf gar keinen Fall davon was mitbekommen, Mann. Er wäre so unnormal sauer einfach. Du darfst ihm auf gar keinen Fall was sagen. Und Mesut hat auch versprochen, dass er ihm nichts sagt. Warte, guck mal, du musst ehrlich sein und die Wahrheit sagen. Das ist immer besser und... Mann, ich weiß, aber geht nicht. Hallöchen. Frische Brötchen. Perfekt. Gutes Timing auf jeden Fall. Jan hat ja keinen Bock auf Frühstück. Habt ihr Bock? Safe, ja. Dann essen wir was Schönes, oder? Das, ich hol noch mal. Toller wäre ganz cool jetzt. Hm? Erdbeere. Jan. Man könnte auch anklopfen, oder? Ja, könnte ich, aber ich muss wirklich dringend mit dir reden. Und ja, ich habe einfach ein extrem schlechtes Gewissen. Barbie, du weißt, ich bin nicht gut drauf. Was kann ich jetzt dafür, okay? Ich weiß. Sorry. Aber das Ding ist, Jan, könnte sein, dass ich daran schuld bin, dass Ronja am Freitag abgehauen ist. Du bist was? Ja. Warum? Ich hab mit Mesut geredet und ich hab halt zu ihm gesagt, dass du noch dass du noch an Anna hängst und dass die ganzen Dates alles nur Ablenkung ist und ich hab's vielleicht extra so laut gesagt, dass Ronja das mitbekommen hat. Vielleicht? Also hast du es extra gesagt? Wow. Mann, du weißt ganz genau, dass ich nicht mehr an Anna hänge. Mann, ey. Warum zur Hölle macht man sowas? Hä? Warum? Warum sagst du so eine Scheiße? Es tut mir leid. Sie kam mir einfach komisch vor, Mann. Sie war einfach zu nett, zu perfekt. Irgendwas muss doch da nicht stimmen. Das ist doch... Mann, ich wollte doch nur nicht, dass du wieder verletzt wirst. Ich bin alt genug, okay? Und ich kann selber entscheiden, wen ich date. Wohin ich gehe, versuchen irgendwie das mit Ronja zu kitten. Also jetzt mal ganz im Ernst, wie krank war das denn bitte? Barbie crasht mein Date, um mich zu schützen, weil sie Ronja Psycho fand. Zu perfekt, zu nett, das geht doch gar nicht. Ich meine, dass da was anderes hinterstecken müsste, das hätte ich gleich checken sollen. Aber in dem Moment konnte ich nur daran denken, das irgendwie mit Ronja wieder gerade zu biegen. Wenn das noch möglich war. Vielen Dank dafür, ey. Fuck, ey. Naja, immerhin habe ich ihm die halbe Wahrheit gesagt. Jan wusste nun, dass ich daran schuld war, an Ronjas flotten Abgang. Ja, aber er wusste nur nicht, warum ich diese Scheiße gebaut habe. Wahrscheinlich, weil ich Schiss vor seiner Reaktion hatte.
Es war einfach nur ein doppeltes Scheißgefühl. Jan dachte jetzt, ich bin der letzte Assi. Und er wollte einfach diese Ronja zurückgewinnen. So eine Scheiße, ey. Entweder ich hätte direkt meine Schnauze halten sollen oder ihm einfach die komplette Wahrheit sagen sollen. Ach du, was ist das nur? Ich hab gedacht, vielleicht ist es ja Jan. Aber du warst shoppen, cool. Freut mich. Was ist passiert? Hast du mit Jan geredet? Ja, ich hab mit ihm geredet. Wie gut. Willst du mir erzählen? Hm? Ja, schon. Anscheinend lief's nicht so. Nee, lief total scheiße. Er ist unnormal sauer. Ist direkt abgehauen. Wollte Ronja zurückgewinnen. Ja, keine Ahnung. Ja. Ich habe ihnen halt gesagt, dass ich schuld daran bin. Ja, nee, schön. Das ist schon mal gut, dass du das gesagt hast. Und ich kann Jan auch verstehen, dass er sauer war. Aber wie hat er darauf reagiert, dass du in ihn verknallt bist? Hm? Was hat er dazu gesagt? Gar nicht. Ja, ich konnte es nicht sagen, weil es hat nicht gepasst. Er ist schon direkt aufgesprungen und abgehauen. Das hat sich nicht ergeben. Aber du musst ehrlich sein, okay? Du bist diejenige, die uns allen dazu rät, immer die Wahrheit zu sagen. Und jetzt bist du selber nicht. Ich war doch ehrlich, halt nur halb. Ich hab mir die Hälfte. Da kommt jemand. Okay, Mesut ist in der Uni, das heißt, es muss Jan sein. Das heißt, du atmest jetzt tief einmal durch, gehst da raus und sagst Jan, dass du in ihn verknallt bist. Okay, das wird's besser machen. Vertrau mir. Ich wünsche dir ganz viel Glück. Ich drück dir die Daumen, ja? Du schaffst das. Ich glaube an dich. Jan, können wir bitte kurz reden? Stopp! Oh, hi, Ronja. Hi. Freut mich. Vielleicht sollten wir darüber reden, dass es an der Zeit ist, dass du dich vielleicht entschuldigst für die Nummer. Vielleicht, ja. Ronja, ich habe ein bisschen Scheiße gelabert. Das mit Jan und Anna, das stimmt nicht. Es tut mir leid. Ist okay. Es war nicht cool, aber schwamm drüber. Gut. Wo das jetzt geklärt ist, entschuldigst du uns wahrscheinlich. Ne? Viel Spaß. Danke. Oh, ich war echt verzweifelt. Ich wusste wirklich nicht mehr, ob ich Jan überhaupt noch die ganze Wahrheit sagen kann. Und die beiden Grinsebacken im Nebenzimmer hatten super viel Spaß und ich wusste einfach nicht, was ich tun sollte. Und dann ging das von vorne los. Unfassbar. Absurd. Dann sitzt du da, fängst du zu lachen. Oh Mann, ey, was ist denn? Michelle, was ist mit dir? Warum lauscht du an der Tür? Ja, dann haben die anscheinend echt Spaß gerade. Schön, da müssen sie auch die ganze WG daran teilhaben lassen. Witzig, ey. Ich kann verstehen, dass dir dabei nicht gut geht. Sollen wir vielleicht in die Stadt uns ablenken, das wird dir bestimmt gut tun. Irgendwie shoppen, was trinken, was essen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hi. Jan, wir müssen reden. Was? Sorry. Warum? Ich will dir was sagen. Also, ich hab das Ganze nur gemacht. Also, ich hab das Date gecrashed mit Ronja, weil. Weil? Ja, keine Ahnung, ich war eifersüchtig. Jan? Ey, in dem Moment hatte ich echt gar keinen Plan, was Barbie mir damit verklickern wollte. Ich meine, sie hat mein Date gecrashed, weil sie eifersüchtig war. Etwa weil sie in mich. Ja, das habe ich irgendwie nicht in meinen Kopf bekommen. Und seitdem hat es auch nur noch gerattert da oben. Wenn wir noch ins Kino wollen, müssen wir uns jetzt entscheiden. Es gibt nur noch zwei Karten. Mann. Sorry. Dann lass uns die nehmen. Okay. Würde ich sagen, oder? Ja. Ja, ich hätte einfach meine Klappe halten sollen. Warum wird das so unnötig? Ja, was hat er gemacht? Er ist zu Ronja zurückgegangen. Jan, wir haben nur zwei Karten. Fuck so ab, ey. Aber du hast wenigstens die Wahrheit gesagt. Und du weißt ja nicht, vielleicht braucht Jan einfach Zeit zum Nachdenken und vielleicht hat er ja auch die gleichen Gefühle für dich. Ja, vielleicht. Hm, der war bestimmt einfach nur gerade überfordert mit der Situation. Hm? Ja, ich glaube, ich brauche jetzt erstmal Cash. Mann, ich bin einfach so dumm. Ich hätte einfach meine Klappe halten sollen. Ich wünschte, ich hätte echt nichts gesagt. Ich habe wirklich alles kaputt gemacht. Nein, bitte denkst du nicht. Okay, es ist absolut richtig, dass du Jan die Wahrheit gesagt hast.
Oder wie hast du dir das vorgestellt in Zukunft? Hm? Dass du so tust, als wäre alles okay und Jan von nichts Bescheid weiß? Das wäre auch nicht richtig gewesen. Bitte mach dir keine Vorwürfe, okay? Ihr seid erwachsen genug, ihr werdet das bestimmt wieder hinkriegen und es wird alles wieder gut, okay? Weiß ich nicht. Ich wie gesagt, ich habe alles zerstört. Nein. Ich glaube nicht, dass unsere Freundschaft wieder so wird, wie es mal war. Dann wollen wir mal. Tschüss, ihr beiden. Wir gehen noch ins Kino und gucken uns einen Horrorfilm an. Schön. Wegen der Nummer jetzt vorhin, ne? Ja, alles gut. Vergiss es einfach, okay? Ja? Ja, ja. Ich glaube, du musst los. Yes. Ciao. Viel Spaß. Ich gehe jetzt bald mich abschminken. Ich bin hier. Ich freue mich echt total. Ja, ja, ja. Sag mal, alles in Ordnung bei dir? Du bist irgendwie schon seit dem Bad da, das ist so komisch. Oh Gott, ey. Anja, pass auf, du bist wirklich eine unfassbar tolle Frau und ich glaube selber nicht, dass ich das gerade mache, aber könnten wir das Date vielleicht nochmal verschieben? Warum? Ich muss was mit Barbie klären. Mit Barbie klären? Mit der Barbie, die auch am Freitag das Date schon gecrashed hat? Ja. Und jetzt sollen wir das einfach wieder auf ein drittes Date verschieben. Weil es wieder nicht funktioniert. Also, sorry, willst du mich verarschen? Hängst du doch noch an dieser Anna? Hatte Barbie doch recht? Oder ist Barbie noch eine Ex, von der ich wissen sollte? Nein, Barbie ist keine Ex von mir. Und ich hänge auch nicht mehr an Anna. Es ist einfach, es steht was zwischen uns, was geklärt werden muss. Ja, du, dann klär das, mach, was du willst. Mir reicht's aber. Ronja, ich würde das gern irgendwie wieder gut machen. Nee. Ja, vielleicht war es ein Fehler, Ronja gehen zu lassen, aber ich musste halt die ganze Zeit irgendwie an Barbie denken und vor allen Dingen, wie sie versucht hat, ihre Emotionen vor mir zu verstecken. Und auch ihre Aussagen. Ich meine, was hat sie damit gemeint? Sie war eifersüchtig. Auf wen und warum? Fakt war, ich brauchte auf jeden Fall Antworten und die wollte ich mir holen. Hey, hey. Liebes Olin, das funktioniert so nicht, okay? Mhm. Warum bist du eifersüchtig davon? Ja, ich check's nicht. Jan, ich, Du was? Ich hab mich in dich verliebt. Mhm. Sorry, okay. What? In mich? Warum? Ich meine, ich weiß, ich bin absolut nicht dein Typ und wir beide als Paar, stell dir das doch alleine mal vor. Das kann doch gar nicht gut gehen. Jan, ich bin einfach durch mit diesen ganzen Arschlochtypen und du bist eben ein charmanter, netter Typ und der Sex war auch super. Wir verstehen uns halt, weißt du? So, es passt irgendwie einfach, finde ich. Wir verstehen uns auch super. Ja, und der Sex war gut. Barbie, ich habe nicht die gleichen Gefühle für dich wie du für mich. Das tut mir leid. Du bist für mich eine sehr, sehr gute Freundin, die ich auch nicht missen möchte, aber halt nicht mehr. Ja, verstehe ich. Habe ich mir schon fast gedacht. Alles gut. Kannst du vielleicht jetzt gehen? Sorry. Mann, sowas ist nie einfach, jemandem zu sagen, dass man die Gefühle, die die andere Person für einen hat, nicht erwidern kann. Und ich weiß auch, wie Barbie sich fühlt, weil ich war selber oft genug in so einer Situation. Aber ich wusste nicht, wie ich sonst reagieren sollte. Und vor allen Dingen, wie es weitergehen sollte. Weißt du, dass Daniel sich nicht einmal mehr gemeldet hat seit gestern? Wegen deiner Scheiße vor dem Vorstand? Wir haben uns alle sehr gut verstanden und dieser Termin, der ist doch völlig überflüssig. Findest du nicht auch? Ich war sowas von motiviert, dafür zu sorgen, dass der Hochkant aus der Firma fliegt. Freust du dich auf meine Mama? Schön ist das hier. Danke. Du bist Saskia, oder? Das war mehr als unangenehm. Magst du mich nicht oder woran liegt's? Barbie hat mir gestern ihre Gefühle offenbart und gesagt, dass sie sich in mich verliebt hat.
Ich hatte so eine richtig gute Idee, wie ich Barbie bildlich vor Augen führen konnte, dass sie und ich als Paar keinen Sinn ergeben und sie mit mir nur unglücklich werden würde.